Ihr habt es am Titel gesehen, Google Shopping wird kostenlos. Wen das betrifft und wer davon profitieren kann, erfährst du in diesem Video. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Investitionen, Unternehmertum und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wie immer zeige ich das Ganze an meinem Notebook. Lass uns loslegen. Ja, Freunde, mit der Ankündigung It's now free to sell on Google hat hier Google in einem Blogbeitrag am 21. April diesen Jahres veröffentlicht, dass Google Shopping kostenlos sein soll. Ja, das hat sehr viele schockiert, sehr viele waren happy. Ja, endlich kann ich auch kostenlos meine Angebote und meine Artikel und Produkte auf Google Shopping listen. Andere waren etwas verärgert und dachten sie, ich habe jetzt jahrelang hierfür bezahlt und jetzt soll das für jeden zugänglich sein und kostenlos werden. Wir schauen uns genau an, was genau denn kostenlos wird und was kostenpflichtig bleibt. Zuerst einmal zu der Geschichte. 2012 hat das Ganze als Frugal gestartet, also Google Shopping hieß früher Frugal, dann wurde es irgendwann Google Shopping und bis 2012 war das Ganze auch kostenlos. Ab 2012 hat Google dann das Konzept in Pay-to-Play umgeändert und seitdem waren die bezahlten Produkteinträge für Google Shopping pflichtig. Alle Werbetreibenden zahlten für jeden über Google Shopping generierten Klick. So, jetzt fragt man sich, warum hat Google denn jetzt diesen Schritt gewagt und bietet das Ganze hier kostenlos an? Nun, zuerst einmal muss man überlegen, Google Shopping, wer sucht noch in Google Shopping nach Produkten? Also ihr, fragt euch mal selbst, wann habt ihr das letzte Mal bei Google Shopping nach einem Produkt gesucht? Ich persönlich schon ewig nicht mehr, ja. Produktsuche ist momentan Amazon auf Platz 1. Amazon ist wirklich zu einer Suchmaschine für Produkte geworden und hat natürlich Google sehr, sehr viele Marktanteile damit weggenommen und Google kämpft jetzt, um ein paar Marktanteile wieder zurückzubekommen. In zweiter Linie natürlich auch die Lockdown-Phase, die ja stattgefunden hat in April. Und da haben viele stationäre Händler zumachen müssen und dementsprechend auf den Online-Handel ausgewichen. Und hier hat sich Google gedacht, so, da müssen wir was tun, um einfach Kunden darauf aufmerksam zu machen. Ihr könnt das Ganze jetzt kostenlos machen, um so Kunden zu gewinnen. So. Und ja, das sind die zwei Sachen, was man vermuten kann, warum Google diesen Schritt gegangen ist. Jetzt ist die Frage, was genau wird denn bei Google Shopping kostenlos? Das schauen wir uns einmal an. Diesen Beitrag aus dem Blog werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken, könnt ihr gerne nachlesen. Und wir schauen uns an, was genau wird denn kostenlos? Also ich habe jetzt hier mal Lego Star Wars eingegeben und suche nach dem. Wir sehen zuerst einmal hier schon Produktanzeigen, diese bleiben weiterhin kostenpflichtig, ohne Frage. Da wird nichts kostenlos eingeblendet, denn um hier positioniert zu sein, muss man echt schon Geld bezahlen, was nicht günstig ist. Und wie wir sehen, also es ist ja das Erste, was direkt rausspringt und hier entscheiden sich die Kunden meistens schon für einen der Anzeigen. Deshalb bleibt weiterhin kostenpflichtig, sowie auch ganz normale Suchanfragen und Suchergebnisse bleiben auch weiterhin kostenpflichtig und hier wird mit der organischen Suche nicht viel machbar sein. Organische Suche fängt dann irgendwo auf Seite 10 oder so an, kommt auf die Suchanfrage natürlich an. Jedenfalls spielt das hier schon mal keine Rolle. Auf dem Reiter Shopping sieht das schon ein bisschen anders aus, aber auch hier haben wir zuerst einmal im ersten Blickfeld die Anzeigen, die bleiben auch weiterhin kostenpflichtig. Was kostenlos sein wird, wird hier, wie wir sehen, Preisvergleich für mehr als 10 Anbieter. Wenn wir darauf klicken, sehen wir dann hier diverse Shops, die dieses Produkt anbieten und hier kann man sich in Zukunft kostenlos als ein Shop listen lassen, als ein Händler listen lassen, um die Produkte anzubieten. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ich verkaufe auf Amazon oder eBay, wie kann ich denn hiervon profitieren? Im Grunde genommen, wenn du auf den Marktplätzen verkaufst, wirst du auch hier mitgelistet. Wir sehen hier, wir sind hier auch mit eBay vertreten und so weiter und so fort. Idealo ist eine Preissuchmaschine.
Hier könntest du dich auch listen lassen und automatisch auch bei Google Shopping erscheinen. Check24 ist eine Suchmaschine bzw. ein Marktplatz. Hier könntest du deine Produkte listen und erscheinst ja, wie du siehst, auch bei Google Shopping. Wenn du deine Produkte jetzt aber anbieten möchtest außerhalb von Marktplätzen und du erstellst dir einen eigenen Online-Shop, dann könntest du jetzt als ein Online-Shop hier bei Google Shopping auftreten, deine Feeds hochladen und davon profitieren. Natürlich wird das jetzt nicht spektakulär sein, jedenfalls kann man hier wirklich trotzdem ein bisschen der Traffic mitnehmen, besonders im Weihnachtsgeschäft. Das heißt, du kannst dir einen WordPress-Shop erstellen, was komplett kostenlos ist, oder einen Online-Shop von sehr vielen Anbietern erstellen lassen, wo du dann den Feed, wie gesagt, hier bei Google Shopping hochlädst und hier als Händler und als Online-Shop auftauchen wirst. Man kann das jetzt im Weihnachtsgeschäft definitiv mal ausprobieren, wenn man dafür Zeit hat und eventuell jetzt nicht so viele Artikel hat, kann man hier einzelne Artikel mal anbieten und probieren, wie das Ganze sich verhält. Ansonsten bleibt weiterhin Amazon hier der Vorreiter und eBay als Marktplatz natürlich auch. Wie du einen eigenen Online-Shop aufsetzt oder auch WordPress als Online-Shop nutzen kannst, wirst du in Zukunft auch auf diesem Kanal erfahren. Dazu kannst du gerne diesen Kanal abonnieren, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand der Dinge. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, teile es mit anderen, denen es auch weiterhelfen kann. Hast du noch Fragen dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ich werde so schnell wie möglich dazu eine Antwort geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Dein Alex, tschüss.